Einen wunderschönen und willkommen zurück zu Stronghold Crusader Modded, dem inoffiziellen, ich nenne es Europa-Patch. Wir haben Stronghold 1 Texturen und den UCP am Start, also den inoffiziellen Patch, haben schwere KIs, aggressive KIs, größere Truppenmengen, Balancing und viele mehr und sind jetzt bei Mission 12 von 80, der Wasserlauf, wo wir gegen Richard spielen. Und das ist diese ganz kleine Map, boah, ich erinnere mich sogar noch daran. 10.000 Gold, ich meine, das ist geil, weil es ein Deathmatch-Game ist und wir direkt loslegen können. Aber Richard sowieso noch mit den gepimpten Einstellungen zu sehen, das wird spaßig. Vor allem, nachdem wir schon mit ihm gekämpft haben. Wir starten rein und lassen uns mal überraschen, was da noch passiert. Let's go. Pause. Da ist ja gar kein Platz. Okay. Da hilft eigentlich nur eins. Turm aufbauen. Egal ob hier vorne oder da unten. Turm aufbauen, Armbrüste drauf und Weg belagern. Ich meine, ein Turm hier wäre, glaube ich, schon zu nah am Feind. Das wäre auch mies irgendwo. Aber könnten wir auch bringen. Vielleicht mal einfach sogar hier unten einfach zu. So gar nicht erst hier hinten aufbauen, großartig, sondern mehr die Front vorne halt, dass wir. Aber ihn dauernd campen ist halt auch langweilig, komm, sind wir ehrlich. Ihn dauernd abcampen ist halt auch langweilig. Wir lassen uns mal überraschen, wir machen es auf die harte Tour. Wir machen das richtig schön auf die harte Tour und gucken mal, was da so auf uns zukommt einfach. Übrigens, ja, das hier ist die Map in Stronghold 1 Design. Mehr gibt's nicht zu sehen. Hey, was ist denn da oben out of Map? Gibt's da ernsthaft einen Busch, der out of Map ist? Vielleicht war die Karte mal größer oder es gab irgendwie ein Unwetter oder sowas. Naja, legen wir mal los. Wir fangen mit Tempo 40 wieder an, wie immer. So, und ich sag Action. Setzen. Und Vorortlager würde ich sagen, legen wir nach hinten aus. 1, 2. Schon zu nah, wir gehen. Allzeit bereit. Ein Kinderspiel. Typ, hau ab hier, das ist mein Land. Das hier hinten ist echt mies Design. Das können wir. Okay, wir können das so nutzen. Aber du holst dir hier unten keine Ressourcen ab bei mir, Kollege. Das hier habe ich gemietet. Womit kann ich dienen? Ach ja, Kornspeicher werden wir auch mieten sollen. Den können wir. Den machen wir mal ganz nach hinten, würde ich sagen. Wobei, das klingt so doof. Wir machen den hier drüben hin. Dann können wir, falls irgendwie noch. Mach es ein bisschen hübsch, so irgendwie. Und den da. Waffenkammer. Da so. Dann können wir bis dahin gehen. Und wir machen eine kleine Wirtschaft. Wir holen uns das Übliche. Einmal Armbrüste zum Mitnehmen. Dazu eine große Cola. Noch ein Dessert. Und gib ihm. Wir benötigen Holz. Marktplatz wäre auch sinnvoll. Da können wir hier hingehen. Marktus, Platzus, Pogus, Pogus. Wir müssen auf den Locus. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, oder so, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, gibt es keine Gebäude zu verwalten. Ich glaube, Armbrust, der kommt ja schon. Wir haben schon geplempert. Oh Mann. Wir brauchen Bevölkerung, wir brauchen Waffen, wir brauchen alles. Wir werden überfallen. Hierhin. Hütten. Wir Holz. Wir können nicht hübsch bauen. Wir müssen ein bisschen. Wir müssen ihm ein bisschen Tempo geben. 1, 2, 3, 4. So. Das haben wir auch. Dann Waffen kaufen. Wir nehmen Armbrüste. Man kennt's. Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Hier mit uns, hoch da. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Weißt du, und ich dachte noch so von wegen, ja, ihn abcampen, das wird doof werden, aber dann macht's ja bei uns genauso. Es werden Rekruten benötigt. Der nutzt den Höhenvorteil schön aus, dass er uns abcampen kann. Benötigt, Sire. Weißt du, ich wollte hier fair spielen. So, machen wir Tempo 140 direkt, komm. Zeig mir, was ein Speed in die Runde hier reinbringen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Okay, und wenn er hier spielen will, das Spiel können wir zu zweit spielen. Gehen wir hier hinten hin.
eine Nachricht von Richard Löwenherz. Noch ehe dieser Tag zu Ende ist, wird ein Banner über euren Bergfried flattern. Solange du keinen flattern lässt, ist mir egal. So, hier. Wir machen ja auch so ein Challenge. Wir bleiben bei 140 auf Dauer. Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Beliebtheit steigt. Und los! Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Krieg ist ein gefährliches Spiel, my Lord. Wie ihr seht. Mute und safe. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. So. Dann, das haben wir hier. Ein erträglicher Verlust. Gehen wir mal auf die... Ey! Sie sind Dude! Geschichte. Hau mal ab hier. Ladet nach! Kurzer Prozess! So gut wie tot! Und... Unmachbar, Sire! Sie sind Geschichte! Ladet nach! Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Mutig! Ihr kämpft wie ein Mann! Der holt direkt die nächsten erst. Was ist denn mit dem? Also keine anderen Sorgen. Wir machen hier dicht. Wir machen hier die Klammen zu. Klammen zu, Affe tot. Guck mal, da gibt's noch einen Weg. Der Bergfried ist komplett. Und schon gehen sie zurück. Perfekt. Wobei, komm, wir geben denen hier so ein Tor aus. Viel Spaß. So. Na guck mal, das hier ist irgendwie plus König, steht auch oft reinkämpft, das machen wir jetzt. Wir gehen hier runter. Wir gehen schön dahin. Aber dieses dauerhafte Abcampen, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so ein bisschen... Kann man halt eine Mission hier machen, aber nee. So, mal lieber einen Weg rausfinden, wie hinten das Tor aus aufreißen kann. Ach ja, Nahrung war auch so eine Idee, ne? Und Holz haben wir auch nicht angebaut. Aber der Wirtschaft hier ist echt sehr, nennen wir es mal minimalistisch oder abstrakt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Wir haben so viel Zeug. Allein nur Weizen jetzt schon. Damn, die Masse ist geil. Der produziert auch Bögen. Mist. Gehen wir mal hier hin. Komm, so ein bisschen Wirtschaft aufbauen gehört ja auch dazu. Eins, zwei. Wir benötigen Holz. Das ist aber auch unbedingt, dass die Waffengebäude drauf wollte, ne? Eins, zwei, drei, vier. Wir benötigen Holz. Okay, Holz war schon weg. Eins. Ja gut, mehr als das Holz können wir nicht bieten. Dann haben wir vier Holzfäller. Das müsste reichen, zumindest um ein bisschen Holz reinzubekommen. Und das Weizen hier müssen wir runter. Also das ist too much. Bier brauen wäre auch eine Option. Bier ist not an option. Yes, yes, yes. So. Dann machen wir eins, zwei. Vielleicht reicht auch schon drei Stück oder zwei, je nachdem. Goodie hier oben. Da gehen wir immer noch. Ich hab die neuen Gebäude. Oh mein Gott, hab vergessen, die umzustellen. Jetzt können wir die ganze Zeit Bögen. Übrigens, ja, die Folgen werden so gemacht, dass wir dauerhaft versuchen zu spielen, ohne zu speichern. Also, wenn wir quasi Reset haben, dann geht's von vorne los im zweiten Teil. Ich dachte schon gerade, er hat hinten in der Burg eingesperrt, aber ja, wenn es ein Turm gebaut gewesen wäre, dann wäre er hier eingesperrt. So, Bier kommt rein. Plus 8, wunderbar. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Waffenkammer ist auch voll. In der Schatzkammer, my Lord. Waffeln. Habt ihr gerade Waffeln gesagt? Machen wir erstmal ein paar Bogis, komm. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire.
Es werden Rekruten benötigt. Es werden Waffen benötigt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das war Demons des Tors. Oh nee, seine Wirtschaft ist das Problem. Das Vorratslager ist voll, my lord. Seine Wirtschaft ist das große Problem hier. Ich meine, gut, er hat eine Käsefarm. Das ist alles. Und die Farmen campen. Bereit, eure Lordschaft. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Da können wir hinziehen, aber wir treffen nicht. Nein. Wobei, wir treffen irgendwas. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Der hintere wird zuerst fallen. Das ist wahre Macht. Ja, ein paar Leute, die mit Pfeilen schießen können. Das ist wahre Macht. Da hat er recht. Gehen wir hier. Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Machen wir mal zumindest einen kleinen Trupp. Zur Stelle. Wegschicken. So, hier hinten hin irgendwo. Vorwärts! Das die Apfelfarm hat er immer noch bei uns, ne? Ach, das waren gar keine... Ja, okay, das waren keine Störtruppen. Das waren einfach Patrouillen für die Apfelfarm da. Und mal wir in der Nähe... Achtung! Von da aus können wir angreifen? Okay, das ist cool. Prozess. Im Laufschritt. Und Marsch. Er könnte jetzt halt auf das Tor aus hochgehen, aber dann sind wir wieder im... Ja. Und die los. Käsefarm abcampen ist auch ungeil. Komm, wir gehen hier rüber. Vorwärts. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Im Laufschritt. Das Vorratslager ist voll, my lord. Piu. Und Marsch. So, gehen wir mal hier hinten hin. Vorwärts. Trollig hier schön hinterm Berg versteckt. Das werden die niemals finden. Ja. Machen wir jetzt hier raus eine große Folge? Ich meine... Der Kornspeicher ist voll, my lord. Ja, der Kornspeicher ist voll, aber ich kann sagen, so super spannend wird das hier jetzt nicht, weil wir haben halt schon eine passende Verteidigung dafür aufgestellt. Ich glaube, wir würden die hier einfach mal kurz im Prozess machen. Wir machen hier mal kurz einfach mal... Na, vielleicht untypischere Belagerung, aber es könnte eigentlich dafür geeignet sein, perfekt. Und dann haben wir hier ein bisschen Spaß. Wir machen uns auf. Und zwar mit Trieböcken. Eins, zwei, drei. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Dann. Tribok Flugbahn ist berechnet. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Schön, ihr könnt ein paar Gebäude einreißen. Wie wäre es mit einem fairen Kampf? Ja, du kannst ja angreifen. Also ich finde, das ist schon ein fairer Kampf. Sonst machen wir gleich eine dreistündige Debatte hier in unserem Debattierclub darüber, warum die Wüste doof ist. So. Ach komm. Flugbahn ist berechnet. Hervorragend. Der Kornspeicher ist voll. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Ich glaube, er braucht irgendwie noch eine. Also, wenn es nach mir gehen würde, braucht er noch irgendeinen Plan B, quasi um eine Wirtschaft aufzubauen. Weil dadurch, dass er halt das kein Holz hat, also Holz hat er schon, doch, aber keinen Stein und kein Eisen hat, das wird halt bei ihm eine Weile dauern, bis er sich mal von so einem Angriff erholt. Aber gut, machen wir es aber folgendermaßen. Waffen Jungs, geschultert. Alle mitkommen. Im Laufschritt. Wir treffen uns in der Mitte. Bereit, eure Lordschaft. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir werden überfallen. Es werden Rekruten benötigt. Zur Stelle. Und Marsch. Er ist im Panik. Sind auf dem Weg. So, Jungs, kommt mal mit. Achtung. Und los. Ein bisschen hier hinten.
Waffen geschultert. So. Ach ja, dann. So gut wie tot. Das Vorratslager ist voll, my lord. Haben wir Kühe? Der Kühlspeicher ist voll. Oh, wir haben drei. Das Vieh ist bereit. Flugbahn ist. Da machen wir mal Kleinholz. Flugbahn ist berechnet. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Ob wir jetzt einen Tribok nehmen oder drei oder vier. Wir geben unser Bestes. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Das kostet ja alles mehr als genug Geld. Flugbahn ist berechnet. Das ist wahr. Wir benötigen Steine. Dann hier. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Und zack. Und weg damit. Ich sage euch, da müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Das ist schon im Grunde ein wirtschaftlicher Totalschaden. Darf's noch etwas Rindsalz? Der Kornspeicher ist voll, my lord. Rennt er gerade mit dem Lord durch den Mief? Das ist irgendwie rollig. Gut, dann. Zur Stelle. Im Laufschritt. Unerreichbar, Sire. Wir rennen mal darüber. Mit der kompletten Truppe. Und Marsch. Wir könnten es halt auch in die Burg stellen, aber nee. Sie sind Geschichte. Und Marsch! Okay. Ich ruhe mal vor. Der Kornspeicher ist voll, my lord. Das Vorratslager ist voll, my lord. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Wir machen uns auf die einfache Art. Wir schicken einfach mal alle Fernkämpfer in den Angriffsmodus und zwar in den Nahkampf. Rein da. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. So. War jetzt, wie gesagt, nicht die spannendste Mission, aber geht ja. Okay. Wir sind siegreich, Sire. Dann. Das haben wir erledigt und damit ist die Mission auch durch. 7000 Gold, da waren wir sehr gleich, aber wir hätten noch mehr rausholen können. Guti, dann geht's in der nächsten Folge in Mission 13 weiter, die Wüstensonne. Mit oder gegen wen erfahrt ihr dann, deswegen gerne wieder einschalten, einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo und dann, ja, geht's nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye, tschüss.